Du warst heute Morgen im Ausschuss Arbeit, Gesundheit und Soziales. Da ging es ja um die Schulsozialarbeiterstellen, die hier eventuell gestrichen werden müssen, wenn nicht genug Geld da ist. Ich wäre gern mitgekommen. Wie ist es denn gelaufen? Jetzt erstmal ist es natürlich schlecht gelaufen. Das heißt, wie abzusehen war, ist der Antrag nicht angenommen worden. Das heißt, der Ausschuss gibt jetzt an den Haushalts- und Finanzausschuss eben die Empfehlung, den Antrag nicht anzunehmen. Simple Begründung, weil das Geld nicht da sei, beziehungsweise die SPD und die Grünen natürlich damit argumentieren, dass das Geld eigentlich vom Bund kommen müsste. Ja, aber was passiert, wenn das Geld nicht vom Bund kommt? Heißt es dann tatsächlich, dass hier 1600 Stellen eventuell wegfallen? So wie es aussieht, ja. Also ich hatte es Ihnen dann auch vorgeworfen, ich habe es also ganz klar, habe ich die Metapher in der Rede verwendet, dass das für mich irgendwie so ein bisschen das Gefühl ist, dass ich stehe auf der Reling und müsste jetzt eigentlich den Ring reinschmeißen, sage aber, bin ich nicht für zuständig, da ist für jemand anders zuständig und geht dann auch noch guten Gewissens weg, wenn die Leute ertrunken sind. Und das ist eigentlich genau die Sache. Die Leute sind jetzt nicht nur schon, es läuft darauf hinaus, es ist eigentlich schon zu spät. Im Prinzip ist es schon zu spät. Ich habe mich nur auch die ganze Zeit zurückgehalten, weil mir klar war, dass in dem Wahlkampf sowieso keine Einigung zwischen CDU und SPD, und da muss ja irgendwo eine Einigung herkommen, da sein muss. Jetzt ist der Wahlkampf aber vorbei. Am 31.12. laufen die Verträge der Schulsozialarbeiter aus. Und wenn bis dahin nichts Neues kommt, selbst wenn dann was Neues kommt, muss alles nochmal von Null aufgebaut werden. Ich hatte ja so im Stillen gehofft, Sie würden sagen, okay, wenn das im Bund keine Einigung gibt, dann gehen wir da in die Verantwortung und stellen das Geld an. Kein einziges Anzeichen dafür, dass Sie bereit sind, dann die Kosten zu tragen? Nee, überhaupt nicht. Die Blockade ist da völlig absolut. Wir nicht, wenn, dann der Bund. Was das Einzige, was jetzt rübergekommen ist, dass Sie natürlich jetzt im Bund aufgrund der Koalitionsverhandlungen mit dem mit der CDU in Gespräch sind, die das ja eigentlich nicht vom Bund aus bezahlen will, sondern sagt, das sei Ländersache, ist zumindest der Standpunkt der CDU, dass da jetzt in den Gesprächen darüber gesprochen wird und dass das auch ein Anliegen der SPD sei. Und das ist auch sogar von der CDU indirekt bestätigt worden, weil sie ganz klar sagte, nee, da sind Sie jetzt, und das war eine Anrede an die regierungstragenden Fraktionen, da seid ihr ja jetzt in der Pflicht, das in Berlin auszuhandeln. Das ist ja im Grunde ein Ding, ne? Also eine absolute Katastrophe, wenn man überlegt, dass jetzt die Inklusion startet und gerade jetzt die Sozialarbeiter gebraucht werden, ne? Da wird von multiprofessionellen Teams gesprochen und wir lassen kein Kind zurück. Und wenn man überlegt, was für Konsequenzen das jetzt für die Schulen und die Kommunen hat, wenn diese Stellen wegfallen, das ist ja wirklich mehr als eine Katastrophe. Ja, sehe ich auch so. Ich habe mich da jetzt, also ich habe mich da hauptsächlich in Wuppertal bei den Aktionsbündnis, also den Leuten, die sich dafür stark machen, dass die Schulsozialarbeit weiter besteht. Und ich weiß jetzt schon von zwei Stellen, eine von gestern habe ich jetzt mitbekommen, dass von den, ich glaube, das sind 7 in Wuppertal, dass davon 2 jetzt schon gekündigt haben und auch nicht, also nicht nur gekündigt haben, sondern jetzt schon nicht mehr arbeiten. Also die haben jetzt schon ganz klar gesagt, ich habe nächste Woche einen neuen Job, und ich meine, ist ja für diese Leute völlig verständlich. Die wollen natürlich auch eine Sicherheit für ihre Zukunft haben, und damit ist vorbei. Was mich allerdings noch viel, viel mehr gefuchst hat in dem Ausschuss war, dass nachdem sie jetzt nicht mehr so sehr mit dem Finger auf den Bund zeigen können, dass der Böse im Bund ist, seitdem sitzt der Böse zumindest seit dem heutigen Ausschuss in den Kommunen, die das Geld nämlich angeblich nicht richtig ausgegeben haben. Ach Gott. Das kann ich mir vielleicht noch bei der einen oder anderen reichen Kommune vorstellen, aber die anderen Kommunen, die konnten es gar nicht anders machen, weil die aufgrund von Haushaltssicherungsgesetzen und so zum Teil verpflichtet sind, Überschüsse, die sie, also Gelder, die sie im Jahr nicht ausgegeben haben, natürlich zur Deckung der Schulden benutzen. Und das haben die Kommunen auch gemacht. Ich kenne auch andere Kommunen, die haben das Geld zum Teil auf Seite gelegt und sagen, wir geben das jetzt noch ein halbes Jahr weiter aus. Aber das ist auch noch keine Rettung. Selbst wenn ich jetzt noch ein halbes Jahr das Ganze in der einen oder anderen Stadt gestreckt kriege, dann habe ich die Katastrophe in einem halben Jahr. Im Grunde kannst du doch auch sagen, egal was sie jetzt da noch in Berlin beschließen, der Zug ist doch abgefahren. Für viele ist es ja schon zu spät, wenn du sagst, die haben sich zum Teil schon eine neue Stelle gesucht, und da im Grunde ist an vielen Schulen das Konzept ja im Grunde schon jetzt erstmal wieder bei Null, weil die Leute weg sind. Selbst wenn sie jetzt das Geld noch kriegen, müssen sie ja neue Leute einstellen und fangen wieder bei Null an. Also es hätte im Vorfeld doch irgendwie was passieren müssen. Das hätte schon viel, viel länger sein. Das hätte schon viel, viel länger geschehen müssen, und ich sehe das genauso. Es ist zwar, ich würde nicht sagen ganz bei Null, aber es ist praktisch Null. Also die Kommunen, ich meine, man kann nur hoffen, dass sie dann nochmal bei Null anfangen dürfen, was ja dann jetzt auch ein Erfolg ist. Die Schulsozialarbeit in dem Sinne zu retten, das wird ja wahrscheinlich nur noch an ganz wenigen Schulen gelingen. Ich denke, da sollten wir auf jeden Fall bei unseren beiden Ausschüssen super dranbleiben und gucken, dass wir das Thema nicht aus den Augen verlieren. Das auf jeden Fall. Ich meine, das Einzige, was man sich ja jetzt noch hoffen kann, ich sage mal so, ist ein bisschen skurril, wenn man hofft, aber ist ja sehr gut, wenn man darauf hofft, dass die eigenen Anträge gegenstandslos werden. Das Einzige, worauf man jetzt wirklich noch für die Schulsozialarbeit hoffen kann, ist wirklich, dass
wenn die Koalitionsverhandlungen wirklich Ende November fertig sind, dass Anfang Dezember ein Konzept dafür, also ein finanzielles Konzept dafür steht. Aber ich muss ehrlich sein, so doll sehe ich das noch nicht. Erstmal sehe ich so gar nicht so die Bereitschaft, auch heute im Ausschuss, da hört es sich nicht so an, als wenn die CDU da sehr gesprächsbereit wäre. Ansonsten kann man jetzt nur noch auf das Verhandlungsgeschick der derzeitigen SPD-Mitglieder in Berlin hoffen. Du planst da auch eine Veranstaltung zu, hattest du gesagt, ne? Weißt du da jetzt schon mehr? Ja, ich weiß jetzt auf jeden Fall schon mal das Datum. Wir haben das für den 13. Dezember jetzt geplant. Hier eine etwas größere Veranstaltung, abends gegen 17, 18 Uhr mit Vertretern der jeweiligen Arbeitskreise für Schulsozialarbeit in den einzelnen Städten. Da sind vor allem Wuppertal und Dortmund und Duisburg sind da sehr, sehr aktive Arbeitskreise. Und dann auch noch mit, wollen wir auch Politiker, Kommunalpolitiker zu einladen und natürlich auch die Presse. Okay, dann laden wir dazu ein und ich komme auf jeden Fall auch. Und dann können wir uns mit den Leuten unterhalten, weil ich denke, die sind ja auch sehr interessiert, ne, wie es jetzt weitergeht. Und vielleicht können wir noch irgendwie ein bisschen was erreichen. Ja, ich hoffe auch eigentlich darauf, dass jetzt genug Druck, also auch selbst wenn wir es immer nicht unbedingt schaffen sollten, dass unsere Anträge durchgehen, hoffe ich, dass wir jetzt dadurch genug Öffentlichkeitsdruck aufbauen können. Das war ja auch heute schon sehr positiv, dass Schulsozialarbeiter und auch Leute von dem Aktionsbündnis hier hingekommen sind, das angeguckt haben. Das hat auch ganz klar in dem Ausschuss die ganze Sache nochmal etwas aufgewiegelt, denn es wirkte ganz klar so, dass man mich hätte reden lassen, dann hätte eigentlich keiner was gesagt. Das war so mein gefühltes Ding. In dem Moment, wo dann Klatschen kam, als ich fertig war, was natürlich eigentlich nicht erlaubt ist im Ausschuss, rissen alle anderen Fraktionen die Hände hoch und mussten nochmal bekünden, wie toll doch die Schulsozialarbeit ist und dass der Böse eigentlich immer woanders ist. Ah ja, okay, aber das kennen wir ja. Ne? Das ist ja altes Spielchen. Ja, klar. Ne? Aber ich finde, wir haben ein super wichtiges Thema aufgegriffen und wir werden da auf jeden Fall dranbleiben und gucken, was wir schaffen. Alles klar, super. Müssen wir weiter im Team zusammenarbeiten. Alles Schule klar. Und Soziales. Mama.